Warte, wir gehen wieder rein in Timberborn. Ich habe ein bisschen weiterlaufen lassen. Das hier wird gefixt. Unsere Dynamitproduktion läuft jetzt. Ich habe hier noch ein paar Grills hingebaut und noch einen Bäcker für Rockholm Cracker. Und habe hier schon mal angefangen, Dynamit zu legen, dass wir das hier in der Ebene tiefer kriegen, damit der Bereich hier nicht mehr austrocknet und wir nochmal auf der Fläche hier auch ein bisschen mehr Wasser stauen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und ja, ich habe angefangen hier dreifach. Das wird halt noch nicht gebaut, weil wir den Extraktor dafür noch brauchen, ne? Dieses Extrakt. Und hier wollte ich das dann auch ein bisschen wegsprengen. Ich will hier einfach ein bisschen Platz haben, dass wir das Ganze dann hier hinterher auch vernünftig begrünen können und eine vernünftige Fläche haben. Ja, ich bin mir zwar nicht sicher, weil eigentlich geht es ja auch eine Stufe hoch, aber es geht halt auf Stufe hoch, glaube ich, nicht so weit rein, wie es reingehen könnte. Deswegen will ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen begradigen, sodass wir uns hier hinterher nochmal irgendwie so einen Fluss mit reinziehen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hier mit reinlaufen lassen oder was wir damit machen. Ich glaube, ich werde auch dann hier noch eine Schleuse vorbauen, aber das dauert halt noch ein bisschen. Ich will erstmal das hier niedriger haben. Dann muss der Weg hier weggesprengt werden, weil wenn ihr euch hier oben das anguckt, also ich habe kurzzeitig Nahrung unter 2000 gehabt, weit unter 2000, irgendwie 1,5 oder so. Da konnte ich jetzt hier mit den Grills und so erstmal noch ein bisschen gegensteuern. Weil ich gesehen hatte, dass wir halt echt viel Rohrkolbenmehl hatten. Und ja, von den gelben Teichrosen hatten wir halt auch eine Menge. Die sind allerdings jetzt komplett aufgebraucht. Da ist der zweite Grill anscheinend schon fast zu viel. Aber wir müssen mal gucken, wir könnten hier theoretisch später auch noch machen. Ich gehe mal einmal kurz hier in den Baumodus. Hier habe ich auch noch ein bisschen was hingebaut. Da bin ich hier hingegangen, weil ich mir gedacht habe, hier sind wir eigentlich perfekt dran. Und wir können ja hier einfach überbauen. Habe ich hier halt einfach nochmal zwei Metallschmelzen, Schmelzereien gemacht, genau. Und habe hier noch eine Dynamitfabrik gemacht und habe mich hier schon mal hochgebaut, ne? Hier oben holen wir uns jetzt auch das Holz weg. Ja, weil hier oben haben wir halt auch eine geile Fläche und ich bin halt überlegen, ob wir wirklich hingehen, hier oben uns auch hinter ein kleines Wasserloch hinmachen. Einfach mal testen, wenn wir hier irgendwie ein bisschen was hinmachen, wie weit das reicht. Und dann machen wir uns halt eventuell wirklich die Arbeit, dass wir das Wasser hier hochtransportieren und hier oben reinleiten, ne? Ich glaube, das macht halt Sinn, dass wir hier eventuell auch nochmal ein bisschen Essen machen, ne? Hier habe ich nochmal ein bisschen auch Teichrosen und alles rübergebracht, dass wir hier in dem Distrikt auch noch mal ein bisschen mehr Wohlbefinden hatten. Ich glaube, wir hatten vorher hier 13, jetzt haben wir 18. Und dem hier sind wir jetzt von 23 auf 25 hochgegangen. Ich habe noch die Biberstatuen freigeschaltet und ein paar gesetzt. Ja, ne? Das sollte, glaube ich, erstmal so das sein, um euch abzuholen. Aber dadurch, dass wieder eine Dürre bevorstand, habe ich gedacht, hole ich euch jetzt auch wieder dazu. Ich habe hier das Wasser aufgestaut, ein bisschen Blödsinn gebaut. Dadurch ist hier jetzt gerade wieder alles überflutet mit dem Faulwasser. Ist halt nicht so prickelnd gelaufen, aber ja, es ist leider im Moment so, weil ich wollte hier gucken, ich habe das hier auf 1 hochgestaut und ja, dann lief mir das hier einmal komplett alles über. Musste das dann hier wieder runter machen, aber das wird, glaube ich. Ja, hier setzen jetzt nach und nach das Dynamit. Das Dynamit lässt sich sogar, finde ich, recht schnell herstellen. Also dafür, dass wir jetzt nur eine Fabrik haben, die ist noch nicht lange am Laufen, haben die hier eigentlich schon gut was gesetzt, ne? Also, das ist okay. Biber sind fleißig. Hier haben wir 23 Arbeitslose. Hier haben wir 49 Arbeitslose. Wir müssen unbedingt Arbeitsplätze schaffen, ne? Das geht nicht, dass wir so viele Biber haben, die nicht arbeiten. Das funktioniert nicht. Das darf nicht. Es ist nicht effizient. Ja, dementsprechend sind die hier gerade auch wieder alle fleißig. Und mal gucken, wie lange die Dürre diesmal geht. Aber ich bin da eigentlich recht guter Dinge, weil wassertechnisch hatten wir beim letzten Mal keinerlei Probleme. Ich bin sogar am überlegen, ob wir die Pumpen hier ein paar von abschalten sollten, dass wir hier nachher ein bisschen länger Wasser in dem Reservoir haben. Aber das sehen wir dann, was wir da machen, ne? Sobald die Dürre einsetzt, müssen wir das Ding hier dicht machen, wenn uns das Wasser nicht weiter wegläuft. Es ist auch,
Also ich bin jetzt hier auch hingegangen. Ich habe jetzt hier mal nur die 2 in der Mitte auf 0,5 gemacht. Weil irgendwie ist es halt mit dem Wasserfluss hier überall noch nicht optimal, bin ich ganz ehrlich. Das ist alles noch ein bisschen schwierig, das so richtig hinzukriegen, dass wir hier auch dann für die Dürren, ja, ich sag mal so, den Maximalstand uns sichern können, ne? Also, wir gucken mal genau. Dadurch, dass ich das hier geflutet habe, sind natürlich wieder ein paar Biber unpässlich, ein paar sind verletzt, ein paar Gebäude benötigen Material. Das sind halt die Kastanien, Kartoffeln, Weizen, Ahornsirup, das ist alles nicht so geil, ne? So, Dürre setzt ein, dann würde ich sagen, ups, machen wir die hier jetzt hier auf 1 hoch. Wobei schon mittlerweile eigentlich gar nichts mehr rausläuft, ne? Also das ist ja hier mit 0,5, ist das schon eigentlich recht schnell von allein geregelt, dass nichts mehr rausläuft. Hier gehe ich jetzt einfach mal auf 2, damit wir da jetzt nicht unnötig noch was rauslaufen lassen. Okay, hier steht noch Wasser. Wieso steht hier Wasser? Das ist doch auf 1 hoch. Achso, weil das jetzt wahrscheinlich von da hinten aus überläuft, ne? Machen wir das hier auch auf 1. So, genau. Damit sollten wir jetzt maximal Wasser gespeichert haben. 6 Tage, okay, die Dürren werden wieder kürzer. Also die gehen jetzt von 8 immer weiter runter anscheinend. Boah, schauen wir mal, ne? Oh, was sagt denn hier die Zufriedenheit? Das ist alles perfekt. Sonnenblumenkerne, gegrillte Kastanien, Ahorngebäckstücke. Ja gut, das sind die Sachen, was wir halt wissen, was fehlt, ne? Lagerfeuer, genau. Ich hatte noch ein paar Lagerfeuer auch hier mit hingebaut. 2 Stück. Aber das scheint immer noch nicht zu reichen. Kann auch sein, dass hier in dem Distrikt noch welche fehlen. Ja, Sträucher, Laternen, Dach, Vogelscheuche. Das ist halt schwierig, ich glaube, das alles auf volle Pulle zu kriegen. Weil die Dächer sind ja doch recht stationär, ne? Ich hatte auch gesehen hier mit den Büchern. Ich weiß allerdings nicht, weil wir können auch jetzt, nachdem die Bücher hier fertig sind, wir können ja auch Lochkarten herstellen. Ich weiß aber nicht, was die Lochkarten bringen. Das habe ich halt noch nicht rausgefunden. Also wenn das einer weiß, kann das mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob wir das hinterher vielleicht für die Roboter brauchen. Aber es wird hier auf jeden Fall nicht angezeigt. Ich weiß aber auch nicht, ob die Bücher hier erst angezeigt werden. Aber kann nicht, weil Karussell-Stammbad haben wir auch nicht. Das wird ja auch schon angezeigt. Also wie gesagt, Lochkarten entzieht sich noch meiner Kenntnis, wofür wir das bräuchten. Ich weiß gar nicht, lagern wir schon Metallblöcke? Ne, Metallblöcke lagern wir immer noch nicht. Das ist auch, also die Metallblockproduktion ist halt echt noch ass, das muss man so sagen. Aber das sollte jetzt hoffentlich hier sich verdoppeln. Und dann spätestens, wenn das Ding hier fertig ist, sollte sich das hoffentlich einpendeln. Ja, dann sollten wir da, denke ich mal, deutlich mehr haben. Ja. Die habe ich auch auf hohe Priorität gesetzt. Das ist alles fein. Dann hoffe ich mal nicht, dass die hier irgendwie nachher Blödsinn bauen. Dass das aus irgendeinem Grund nicht mehr passt. Ich glaube auch, dass wir hier schon mal... nein. Nein, ich wollte sagen, ich mache das mal lieber einzeln. Das sah gerade irgendwie so aus, wenn er mir die Schleuse wegreißen wollte. Na okay, bis wohin dürfen wir das denn hier schon wegreißen, dass er sagt, er kommt da hinten noch hin? Ist das so? Ah, so ist fein. So ist fein, okay. Dann setzen wir nämlich hier auch schon mal wieder was hin. Und geben dem Ganzen hier auch nochmal hohe Prio. Also die auf jeden Fall erstmal ein bisschen beschäftigt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Und wie gesagt, hier
Wollte ich eigentlich gucken, weil ich glaube, es macht halt Sinn, dass wir hier drüben auch ein paar Bretter herstellen. Damit wir hier auch einfach Bretter haben, ne? Weil Holz haben wir hier. Und dann können wir das Ganze nämlich hier noch beliebig erweitern, ne? Das ist halt, hier habe ich mir ein bisschen Platz gelassen, dass wir hier drüber nochmal irgendwie auch wieder wegkommen mit der Energie. Habe ich diesmal mitgedacht. Man lernt ja doch dazu, ne? Also, Lernfähigkeit besteht. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, inwieweit das Ganze hier weitergeht, ne? Weil irgendwie haben wir hier halt doch noch einen Brettermangel hier drüben. Obwohl wir eigentlich genug Bretter haben. Es sind 484 Bretter verfügbar. Aber ich habe noch nicht ganz geschnallt, nach welchem Credo die das hier wie wo einspeichern und rüberbringen. Also ja, ich habe gesehen, man kann halt irgendwie so Exportlimits und so festlegen. Aber ich denke mir halt einfach, wenn die das halt anfragen, wie sie es brauchen, soll das doch eigentlich passen. Es wird halt echt Zeit, dass die Metallblockproduktion hier steigt. Ach ja, genau, das hier habt ihr vielleicht schon gesehen. Ich habe den hier auch noch ein Freibad hingebaut. Damit das Ganze hier ein bisschen vorangeht, ne? Ich will die großen Speicher hier auch ehrlich gesagt noch gar nicht am Laufen haben. Das wird noch ein bisschen dauern, bis die laufen, aber ja. Es ist trotzdem noch Bewegung drin, ne? Das finde ich faszinierend. Obwohl das Wasser ja eigentlich stehen müsste. Oder es ist, weil es noch irgendwo hier in die Bereiche reinfließt. Ich weiß es nicht. Aber wenn hier das zweite Ding steht, reißen wir das hier weg und die ganze Chose hier auch. Und dann fangen wir nämlich auch an, hier mit Dynamit reinzusprengen, dass wir das Ganze nochmal tiefer kriegen. Dass wir hier wirklich hinterher massig Wasser haben. Falls die Dürren doch noch länger werden. Ich weiß halt nicht, wie lang die Dürren hinterher werden können. Weizen kommt halt stoßweise. Komische Geräusche, die die machen. Ja, hier habe ich mir auch schon mal so ein Ding hingesetzt. Je nachdem können wir hier auch eventuell noch mal was nachschieben. Na, wir haben keine freien Betten. Alles belegt. Schauen wir mal, was das gibt. Wir haben auf jeden Fall hier 52 und hier 23. Ja. Es macht halt hier oben leider noch keinen Sinn, wobei wir könnten hier oben. Theoretisch schon mal überlegen, wo wir es hinsprengen, ne? Aber ich würde hier eigentlich schon gerne dann auf 1, 2 Tiefe gehen. Also eigentlich wäre es, oder 2, 3, 3 Tiefe wäre, glaube ich, schon ganz gut. Aber dafür brauchen wir halt hier erst wirklich die Extraktgeschichte. Würde ich mal auf volle Pulle setzen. Okay, jetzt laufen die drei. Ja, das warten wir jetzt ab. In der Dürre können wir hier eh nicht viel machen mit Sprengen, ne? Da warten wir die Dürre nur ab, bis wir das wegreißen. Und jetzt sollte doch hoffentlich so langsam mal die Metallproduktion hochgehen. Das wäre halt sehr geil, ne? Wir haben so viel Rohrkolbenmehl, ne? Und die Cracker, obwohl ich hier schon noch ein Lager gemacht habe. Und hier habe ich ja auch ein Rohrkolben-Cracker-Lager gemacht. Die gehen durch die Decke, ne? Wobei Weizenmehl haben wir eigentlich auch mehr als genug, ne? Also wir könnten eigentlich auch noch mehr Brot machen. Löwenzahn ist halt. Ja, wir müssen hier auch so langsam in die Höhe bauen, glaube ich. Hier ist natürlich ein bisschen doof. Die Ecke gefällt mir nicht so. Ich finde das halt hier alles sehr gedrängt.
Weiß halt nicht, ob wir es hier hinten vielleicht nochmal nutzen, um vielleicht auch nochmal einen Weg runter zu machen oder so. Müssen wir mal schauen, ne? Ich würde aber, wie gesagt, hier würde ich gerne schon irgendwie noch ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen stört mich hier die Ecke auch noch. Ich würde das hier schon gerne noch so ein bisschen begradigen irgendwie, dass wir hier halt irgendwie auch noch was hinkriegen und wie gesagt, hier wegtechnisch irgendwie noch ein bisschen was haben. Komm, wir versuchen jetzt erstmal hier oben uns irgendwas zu überlegen, wie wir sprengen. Ich mache mal hier einfach einen Weg. Der, weiß ich nicht. Bis hier hingeht. Und wie gesagt, ich würde gerne drei tief sprengen, um einfach zu gucken, was das für ein Radius gibt. Machen wir mal erstmal so. Wir machen erstmal ein kleines Loch. Größer sprengen können wir hinterher immer noch. Und die sind fleißig am Bauen, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Fleißig sind sie. Fleißig sind sie. Da ist halt viel zu tun jetzt hier, ne? Den ganzen Stützen und Pfosten, die sie bauen müssen. Das ist halt irgendwie, es ist halt, die Bretter kommen hier halt nicht rüber. Ich weiß nicht, ob das einfach ist, dass die zu weit laufen müssen. Ob hier wirklich Laufwege, also ich glaube schon, dass es Sinn macht, deswegen auch mehrere Distrikte zu haben oder ob wir hier einfach mehr Schlepper brauchen, aber ich weiß halt nicht, ob. Weil, also hier sind ja aktiv, sag ich mal, 10 Leute drin. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob Schlepper da was hinbringen. Weil ich kann hier nicht sagen, ne, wir Schlepper bevorzugen, was man ja hier kann. Ja, also von, ne, Gebäude von Schleppern priorisieren, das kann ich ja hier nicht. Also hier scheinen wirklich diese 10 Leute wirklich dafür zuständig zu sein, dass der Kram darüber kommt. Und deswegen ist da halt die Frage, ob die einfach zu lange brauchen, um dahin zu laufen. Ne? Aber der hier hat nichts mehr zu tun, dann reißen wir den weg. Könnten halt irgendwie überlegen, auch noch hier rüber zu gehen. Das hier noch wegzuholzen, aber ach, wir lassen es erstmal so, ne? Könnten allerdings mal testen. Ich glaube, ich würde mir hier die Ecken immer freilassen noch. Also der Distrikt wird bis hierhin kommen. Das würde funktionieren. Wie sieht denn das aus? Die Mine ist halt teuer, ne? Und die Mine braucht die eigentlich. Eine Stunde 20 Wissenschaft? Die macht Wissenschaftspunkte? Okay. Okay. Wir breiten uns hier oben mal einfach ein bisschen aus und gucken mal, was so geht, ne? Autosave oder was hakt hier?
Okay, das würde nicht für alles reichen. Na, dann. Gucken wir mal, wie weit wir hier reinkommen. Also die Distrikte sind auf jeden Fall echt sehr großzügig. Genau, damit der innere Monk sich hier nicht beschwert, machen wir das auch wieder weg. Dann können wir nämlich hier immer noch ein bisschen Altmetall abbauen, weil bis wir die haben, dauert ja auch noch ein bisschen, ne? Und hier haben wir auch nicht mehr allzu viel. Ein Lager leert sich. So, dann würde ich aber, glaube ich, auch hingehen und noch ein paar Schlepper bauen, oder? Wir haben so viele Leute. Ich glaube, das schadet nicht, oder? Glaube, das schadet nicht. Ich glaube, hier können wir dann vielleicht auch einfach noch mal ein paar Schlepper hinsetzen. Ich weiß gar nicht, wo hatten wir denn hier die Schlepperposten gesetzt? Da unten haben wir einen. Da haben wir einen. Werde ich, glaube ich, hier noch irgendwo einen hinsetzen. Ah, machen wir hier. Ach, guck mal, das läuft auch schon geil. Wir produzieren Extrakt. Jetzt geht hier natürlich das Faulwasser recht schnell zur Neige wahrscheinlich. Aber das kriegen wir wohl. Das kriegen wir wohl, ne? Machen wir direkt schon mal 10 Arbeitsplätze und hier auch schon mal 10 Arbeitsplätze rein. Dann haben wir auch gleich direkt erstmal ein paar weniger arbeitslose Biber, ne? So, also klar, hier kann man auf jeden Fall wegtechnisch noch eine Menge optimieren. Brauchen wir nicht drüber. Ich glaube, ich würde das hier würde ich gerne noch, die Ecke würde ich gerne noch weggesprengt haben, weil dann können wir da noch ein kleines Häuschen zwischen machen. Dass wir das dann hier vernünftig haben, ne? Weil die Lücke stört mich noch ein bisschen. Die könnten wir zwar auch mit Plattformen aufbocken, aber da bin ich nicht so Fan von. So, und guck mal, das hier ist schon leer, ne? Und das, wie gesagt, das hier verstehe ich halt im Moment nicht. Weil 0,5, es läuft nicht über, aber hier ist irgendwie ist hier Bewegung im Wasser. Also ich will mich ja nicht beschweren, ne? Aber ich weiß halt nicht, wo die Bewegung herkommt. Oh. Ja, gut, dass wir hier nachgucken. Das hätte ich jetzt hier fast verkackt, sage ich mal, ne? Also das nahrungstechnisch dürfen wir hier, glaube ich, im Moment uns keinen Fehler erlauben. Ich glaube, wenn da was schief geht, haben wir ein massives Problem. Die würde ich jetzt nicht weiter pumpen lassen hier, weil wie gesagt, Wasser haben wir mehr als genug. Wir haben sehr viel verletzte Biber, also es war, glaube ich, ganz gut, dass ich hier auch noch mal ein paar Krankenbetten gebaut habe. Hab zwar noch nicht ganz rausgefunden, wie, wo, was die sich verletzen, aber naja. Oh, er kann da fleißig abbauen. Damit haben wir dann hier auf jeden Fall auch nochmal. Ach, guck mal. Ah ja, die Biber sind fleißig. Die Biber sind fleißig. Die Sprengstofffabrik läuft auch schon. Ey, was ist denn los? Warum sind die auf einmal so fix? Sonst brauchen die Baustellen ewig und 3 Tage und jetzt ist das hier rucki-zucki fertig, oder was? Ja, dann würde ich sagen, ich würde hier oben auch mal eben eine hohe Prio draufsetzen.
Was da dann Sprengstoff und so nicht, dass die das gleich hier alles rüberbringen. Ne? Also klar, da drüben wäre es auch gut, wenn es schneller geht, aber ich glaube, fürs Extrakt müssten wir jetzt hier auch noch mal was hinbauen, ne? Sonst liefern die das Extrakt hier nicht rüber. Theoretisch würde ich sagen, reicht hier erstmal ein kleiner Tank fürs Extrakt. Extrakt. Also einfach nur, damit sie es hier rüberbringen können. Ne? Ist ja ohne Lager, bringen die das, glaube ich, sonst nicht rüber. Der ist ganz schön fix, ne? Aber sobald die was tragen, sind die nicht mehr so fix. Was tragen die denn eigentlich? Zwei. Die könnten eigentlich locker vier tragen, ne? Aber dafür ist er nicht schnell genug. Ja, die Nachfrage ist immer noch sehr hoch. Da führt leider kein Weg dran vorbei, Leute. Wobei wir hier eigentlich auch 1, 2 hoch könnten, ne? Ah, Dürre überstanden, das ist sehr gut. Schleusentechnisch müsste das dann eigentlich auch passen. Den hier können wir schon mal wieder auf 0,5 gehen, da läuft ja erstmal nichts rüber. Setzen wir die hier schon mal auf 0, dass die wieder pumpen können. Das ist die eine, ist jetzt nicht ganz so wichtig, ne? Wobei die beiden hier könnten wir eigentlich auch nochmal austauschen. Das hier begradigen und dann 3. Da würde ich auch noch eine 3er hinkriegen, ne? Ja, könnte passen. Aber wenn ich die nach hinten rücke, könnten die mir ein bisschen in die Quere kommen. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Und da kommt auf jeden Fall schon wieder Wasser. Hier ist noch ein bisschen Wasser drin. Aber wir müssen halt hier, müssen wir halt echt irgendwann aufhören, uns das Wasser rauszupumpen. Ne? Wir müssen halt irgendwann wirklich schaffen, von den Wasserpumpen hier zu leben. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Aber hier habe ich auch nichts, noch nichts gemacht, dass wir da runterkommen, ne? Ist halt das hier aufzupumpen, das ist halt, das dauert Ewigkeiten, ne? Das dauert halt einfach Ewigkeiten. Jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hier runtergehen. Also hier würde ich theoretisch aber nur den Bereich hier sprengen. Weil hier brauchen wir, bauen wir eh die Stelzen hin. Kann ich da noch sprengen? Nee, oder? Aber doch, ich kann da drunter sprengen, okay. Okay, das würde funktionieren.
Müssen wir uns da nur so ein bisschen rantasten. Also die haben eine Fördertiefe von 4 und fördern ja jetzt ein Tief. Das heißt, wir können hier wirklich überall 3 Tief sprengen. Schon fett. Ja, genau, da kommt das schon nicht mehr hin. Dann würde ich mal eben einmal sagen. Ach so, na okay, ich muss eben warten, bis die Treppe gebaut ist, ne? Sonst kommen sie da nicht hin. Das ist, verstehe ich. Verstehe ich, verstehe ich. Das ist schon mal sehr geil. Das können wir bald sprengen. Das ist sehr gut. Also wenn das hier gesprengt ist, dann sollten wir auf jeden Fall in den nächsten Dürren hier hoffentlich nicht mehr das Problem haben, dass das trocken läuft. Die sind hier überall fleißig das Extrakt schon am Verteilen. Und dann warten wir irgendwann auf das große Kaboom, ne? Aber da haben wir noch 4 Arbeitslose. Und hier noch 32, okay. Das ist doch schick. Wie sieht denn das eigentlich jetzt aus? Wir haben 46 Metallblöcke. Okay, das heißt, wir lagern die jetzt hier schon ein, ne? Jo. Das ist ja eigentlich auch ganz schick. Das bietet sich doch hier eigentlich super an, oder? Mal gucken. Es wäre halt noch irgendwie cool, wenn wir hier runterkommen würden, ne? Ich glaube, das würde dann auch einfach nochmal, weil die müssen von da hinten irgendwie bis ganz dahin laufen. Deswegen glaube ich halt wirklich, dass wir hier irgendwie, ich brauche hier noch ein bisschen Platz, um hier nochmal irgendwie so eine Wendeltreppe runterzuführen. Dränge, aber hier sehe ich gerade zu tief, ne? Hier haben wir 2 tief, das heißt, hier sind wir hinterher niedriger als das. Das ist, glaube ich, nicht gut, weil hier dürfen wir nur einen wegsprengen. Hier 2, ja, aber da nur ein. Hier dürfen wir nur einen sprengen, wenn ich das richtig sehe. Notfalls müssen wir nochmal sprengen. Ich bin mir nicht sicher, ob es besser geworden ist, aber dann können wir nämlich hier einfach nochmal eine Treppe irgendwie runter machen, glaube ich. Glaube ich sinnig. Wir müssen irgendwie gucken, wir müssen hier irgendwie so ein bisschen die Laufwege noch verkürzen. Da führt kein Weg dran vorbei, glaube ich. Können wir eigentlich hier oben noch was draufsetzen? Nee, ne? Das wäre wahrscheinlich zu hoch und die können nicht mehr dran, oder? Doch, wir könnten hier noch was draufsetzen. Das zählt als gerade Fläche. Aber da haben wir, glaube ich, im Moment nicht viel von. Da haben wir, glaube ich, im Moment nicht viel von. So, genau, jetzt können wir nochmal eben gucken. Ja, da kommen sie aber überall dran, das ist okay.
Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon Sprengstoff, aber noch kein Extrakt. Wird denn schon Extrakt rübergebracht? Nein, wahrscheinlich nicht, weil wir nicht genug Extrakt herstellen. Okay, sollten wir vielleicht auch hier drüben, wo wir das Faulwasser haben, nochmal Extrakt herstellen? Ich glaube, wir kommen im Moment mit unseren Faulwasserpumpen nicht mehr hinterher. Wir müssen mehr Faulwasser pumpen. Okay, dann lass doch mal gucken. Dann müsste ich doch theoretisch da noch eine dahinter kriegen. Das ist sehr schön. Und dann pumpen wir einfach noch mal ein bisschen mehr. Mehr ist nie verkehrt, ne? Na gut, Metalllager ist jetzt echt gut voll, ne? Ich lasse das hier wirklich so lange stehen, bis wir jetzt erstmal die ersten Sprengprojekte fertig haben. Hier noch ein Extrakt hin. Oder dann doch lieber hier. Die beiden würden ja irgendwann wegkommen, aber hier wird sich auch irgendwie noch anbieten. Ah, muss ich halt nur gucken, wie ich da rankäme, ne? Weil wenn wir hier noch einen Extraktor hinmachen. Worunter, was hatten wir den denn? Bin ich da? Ne. Wir können auch anfangen, so langsam. Das können wir auch anfangen, ne? Dass wir anfangen mit der Roboterfabrik. Wir haben eigentlich alles. Ja, Treibstoff können wir aus. Das ist Ahorn, ne? Ahorn. Warum nicht aus Kiefer? Warum muss es Ahornsaft sein? Ach ne, der macht da Ex aus der Raffinerie. Ah, oh, guck mal, wir können auch Extrakt daraus machen. Okay, ach, wir müssen die Energiedinger zusammenbasteln. Die Energieleitungen müssen zusammengeführt werden. Okay, die fehlen noch. Ich will sie aber nicht provisorisch zusammenbasteln, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich irgendwie Bauchschmerzen bei. Gucken mal eben kurz, wie das Ganze aussehen würde. Also ja. So. So. Dann ist halt die Frage, wo man weiter hingeht, ne? Was haben wir denn hier von... Guck mal, die Karten. Kartoffeln geben gefühlt den besten Output, ne? Kartoffeln geben gefühlt den besten Output. Ach ne, wir machen da gar nicht Extrakt raus, wir machen da Energiebatterien raus, ne? Wofür brauchen wir denn die Batterien? Brauchen die hinter in der Roboterfabrik die Batterie, um. Und vor allem brauchen wir hier hinterher für jedes Teil eine eigene Fabrik. Eieieiei. Es wird noch komplex, glaube ich. Ja, die Sternwarte würde ich schon gerne noch bauen, aber irgendwie.
sie halt ein bisschen überflüssig, ne? Weil gefühlt, sag ich mal, haben wir fast alles und bis wir die Sachen brauchen, haben die hier auf jeden Fall genug produziert, würde ich behaupten. Weil die 4000 für die Mine haben wir ja fast zusammen. Die Frage ist aber trotzdem, wie und wo gehen wir hier hin? Weil hier drüber, hier wieder runter, beziehungsweise hier so eine Eckverbindung. Funktioniert halt nicht so geil. Das funktioniert nicht so geil, wie ich mir das, glaube ich, vorstelle, wenn ich ehrlich bin. Oh, hier sind 200 Zahnräder. Wieso lagern die hier 200 Zahnräder? Crazy. Naja, hab ich auch nicht verbaut. Ich dachte gerade, ich hätte vielleicht Zahnraddinger gebaut, aber das passt alles. Ist das da jetzt fertig? Nee. Da fehlen noch drei, okay. Da fehlen noch drei. Und hier kommt kein Extrakt rüber. Die pumpen halt, was das Zeug hält, aber na, guck mal, Extrakt ist sogar mittlerweile da. Aber hier ist echt Zero. Zero, Zero, Zero. Okay, ich würde aber sagen, dass wir hier nochmal eben jetzt schön sprengen, ne? Da ist jetzt alles vorhanden. Dann, let's go. Okay, haben wir uns jetzt aufgrund der Tiefe dort die Fruchtbarkeit genommen. Das wäre natürlich nicht so geil, ne? Also da bin ich halt auch mal gespannt, weil eigentlich, das müsste ja nachher wieder auf den gleichen Stand der Höhe kommen, sag ich mal, ne? So, dann lass mal eben schauen, ob wir bis dahin. Ne, guck mal, da einer wird nicht reichen. Jetzt aber so, dann. Wollen wir das hier auch mal eben hoch priorisieren?
das ist jetzt natürlich dumm. Das ist dumm. Ist das jetzt nur, weil es nicht bis dahin rangeht? Bestimmt die Wassertiefe. Aber es kann ja nicht die Wassertiefe, kann, es muss doch eigentlich Peng sein, oder? Weil. Kann ja auch nicht sein, dass ich das hier höher machen muss. Die Wassertiefe kann doch nicht beeinflussen. Wie weit das hier rüber geht, oder? Weil sonst ist das ja doch schon recht problematisch, sag ich mal, ne? Aber hier steht Wasser, hier steht Wasser. Und vorher hat es gereicht, aber da war es halt nicht tiefer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir das hier hinterher geflutet haben, dass das so viel ausmacht, dass das hier auch wieder hinkommt, oder? Wobei vorhin, wo es hier knapp übergetreten ist, es ist schon komisch. Vielleicht müssen wir dann hier nachher doch nochmal noch so einen Mini-Kanal mit reinsprengen oder so. Aber weil das hier auch nicht so geil ist, bin ich auch ganz ehrlich. Also das kann theoretisch auch weg, ne? Gibt halt viele Sachen, die ich halt gerne einfach umbauen würde. Aber wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, wie gut das ist, wenn wir das immer von Distrikt zu Distrikt hin und her, weil bis jetzt bin ich von der Übertragungsrate der Distrikte noch nicht so überzeugt. Auch weil wir das dort irgendwie auch priorisieren, aber das ist anscheinend, hat diese Prio keinen Vorrang vor den Prios hier, habe ich das Gefühl. Die Treppe, glaube ich, lasse ich sogar stehen. Na, so dass wir nachher, wenn wir das hier auch noch weggesprengt haben, dann. Da auch noch mal die Möglichkeit haben. Aber ich würde ganz gerne das da oben noch eben testen. Ich würde mal eben kurz hier noch pausieren, dass wir da oben das auch irgendwie noch hinkriegen. Dann sehen wir uns gleich eben wieder. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Okay, so, also es war ein bisschen hampelig. Irgendwie haben die mir hier kein Extrakt rübergebracht. Ich habe jetzt hier auch nochmal zwei Extraktoren gebaut. Ich habe hier nochmal ein paar Vollwasserpumpen hinzugefügt und irgendwie war das auch, wo ich das hier prioritätsmäßig gesetzt habe, ein Graus. Ja, nahrungstechnisch ist das hier echt gut am Schwanken. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was uns das hier gleich gibt. Wir sprengen das hier erstmal einmal. Und setzen uns dann hier einen Flüssigkeitsableiter rein und gucken mal. Wie viel uns das hier bringt. Genau, wir wollen da Wasser drin haben, kein Faulwasser. Und dann schauen wir mal, wenn wir das Ding da jetzt füllen, wie viel Grünfläche uns das erzeugt. In der Zwischenzeit, während die da oben bauen, können wir hier unten auch schon mal sprengen. Habe ich extra gewartet mit. Dann bauen wir uns hier wieder eine Treppe hin. Und um irgendwelche Wege zu verkürzen, unter Umständen machen wir das hier mal so, ne? Könnten da eigentlich auch noch mal ein bisschen was aufbauen. Aber guck mal hier, also aufgrund der Wassertiefe kommen wir dort jetzt nicht mehr ran, ne? Das ist echt, das ist Katastrophe. Und das ist hier unser Ahorn. Ne? Da werden wir uns noch was überlegen müssen. Das wird so nicht weiter existieren können.
Kein Arbeiter im Distrikt verfügbar. Ja, ist natürlich super. Dann migrieren wir mal eben schnell was darüber. Distrikt 1 hat 22 Arbeitslose. Machen wir 10 rüber, ne? Ich habe jetzt hier viele, viele Arbeitsplätze gebaut, deswegen. Was haben wir denn eigentlich hier? 10 Obdachlose. Oh, es ist. Kennt ihr das? Man will eben schnell was machen und dann, ne? Passiert halt sowas. Ich würde mir hier, glaube ich, die Option offen halten. Ich hätte auch eine Zweifachtreppe hinbauen können, aber ich glaube. Dass das so vielleicht gar nicht verkehrt ist, weil dann kann man da notfalls nochmal drunter her. Ich würde hier erstmal noch weiterhin die Dinger hinbauen. Das ja Holz haben wir hier echt mittlerweile genug, ne? Aber dann können wir nämlich von hier aus notfalls auf der Ebene auch nochmal irgendwo hin, wenn wir müssen. Aber ich glaube, das wird fast nicht notwendig sein. Aber wir haben halt die Möglichkeit, ne? Wenn du direkt so eine Zweifach-Dings hinbaust, dann. Was habt ihr hier eigentlich alle? Verletzt. Okay, wieso seid ihr alle verletzt? Wieso sind die in dem Distrikt hier alle immer verletzt? Warum sind die Betten alle voll? Also dieser Distrikt hier bringt mich noch um den Verstand, ne? Ja, wie sieht denn das jetzt aus damit? Wasser bringen. Bringt ihr Wasser? Bringt ihr kein Wasser? Ihr geht alle pennen, ne? Ihr seid doch. Ah, ihr seid da alle. Machen wir dann hier oben einen großen Tank hin. Ja, ich halt noch nicht weiß, wie das hier wassertechnisch gleich laufen wird. Machen wir das mal erstmal so. Und bauen wir da oben noch eine Ecke. Die Biberstatuen sind, glaube ich, strong, ne? Machen wir da auch noch eine hin. Da habe ich auch noch eine hingesetzt. Also die boosten uns hier, glaube ich, schon so ein bisschen, ne? Wir sind ja hier schon auf 19 und hier sind wir auf 25 geblieben. Okay. Also hier müssen wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was schick ausmachen. Aber das hier, das nervt mich ein bisschen, dass die jetzt hier eingehen, ne? Vor allem, das ist ja nicht viel, ne? Das ist echt nicht viel eigentlich, was da fehlt. Naja. Mal abwarten. So, könntet ihr jetzt mal bitte hier Gas geben? So, perfekt. Wasser kommt. Ja, bis jetzt macht es noch nicht viel, ne? Also. Bin auf den Effekt gespannt. Lassen wir die da mal so ein bisschen was reinfördern. Wir gucken mal, wie weit sind die hier hinten. Ja, das nimmt auch Form an. Ich habe hier auch schon mal angefangen, den Wasserweg vorzubereiten. Müssen wir mal gucken, ob wir dann nachher hier weitergehen und da weitergehen oder wie wir das machen. Hier ist zwar erstmal nur einer frei, aber das kriegen wir dann auch hin. Es hat schon einen ordentlichen Radius, ne? Das hat doch schon einen ordentlichen Radius. Wird das noch mehr, wenn das voll ist, oder bleibt das so? Na, hier können wir auf jeden Fall noch mal ein, zwei Bauernhöfe anlegen.
Nur wie gesagt, ich habe halt ein bisschen Angst, dass wir hier den Warentransport zwischen den Distrikten irgendwann voll überlasten, ne? Weil das hier, das macht mir halt Angst, das schwankt halt, das geht mir zu tief runter. Also, ja, hier die Rockholm-Tracker sind auch noch in den Gebäuden, also die müssten eigentlich noch mehr einlagern. Aber das sieht gut aus, ne? Ich glaube, das könnte sich gelohnt haben, dass wir das hier oben machen. Ja, Dürre steht bevor, das ist natürlich super. Kommt direkt der Härtetest. Muss man unbedingt mehr von den großen Wasserbottichen hier bauen. Mit dem hier bin ich mir auch noch nicht so sicher. Der ist zwar halt schön zum Austausch, ne? Okay, das geht sogar bis da runter. Na, ich glaube, das sieht gut aus. Na? Ich sehe aber auch gerade schon wieder die Zeit. Das ist jetzt hier wieder eine Stundenaufnahme. Das heißt, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ne? Also, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen auf jeden Fall jetzt die Nahrungsproduktion nochmal echt pushen. Wie gesagt, hier würde ich eventuell sogar, ich weiß nicht, vielleicht sogar distriktmäßig vielleicht noch einen Unterpunkt machen. Ich habe das Gefühl, dass die Laufwege hier echt mittlerweile alle zu heftig werden. Wobei hier ist noch alles im grünen Bereich. Ich habe auch hier nochmal Schlepperposten gebaut. Und dann müssen wir jetzt hier oben beim nächsten Mal hingehen und uns die nächste Nahrungsproduktion mit aufbauen. Da unten auch, wir brauchen Nahrung. Und das ist halt das Problem, dass wir hier auf jeden Fall eine Menge. Wobei es geht eigentlich noch, die sind eigentlich noch gut abgedeckt, ne? Wodurch verlieren wir denn? Lagerfeuer sind halt problematisch. Ja, okay, müssen wir noch mal ein paar setzen. Kriegen wir auch noch mal hin. Ja, da soll sich Zukunfts-G-Log in der nächsten Folge drum kümmern, glaube ich. Faulwasser kommt hier halt irgendwie mittlerweile gefühlt auch gar nicht mehr rüber. Vielleicht sollten wir auch nochmal anfangen, hier selbstständig Faulwasser zu pumpen. Es fehlt mir halt so ein bisschen leider, wie viel die hier pro Stunde pumpen, ne? Weil ich würde mal gerne wissen, ob das hier mit den 5 Arbeitern halt effektiver ist, als wenn ich hiervon hinterher 5 hätte, ne? Weil, wie gesagt, ich könnte hier ja eigentlich ja massig ransetzen, ne? Dadurch, dass es ja permanent fließt. Das ist halt noch so eine Frage, ob das so sinnig ist, die Quelle damit dicht zu machen. Aber da oben in dem Bereich fände ich es, glaube ich, echt sinnig. Da unten müsste man dann halt überlegen, wie man es macht. Ob man da vielleicht wirklich irgendwie ein Auffangbecken macht. Aber gut, wie gesagt, da soll sich Zukunfts-G-Log drum kümmern. Und ja, ich würde einfach sagen, wir machen dann hier Ende. Ne? Ihr könnt das spielen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr noch nicht habt, ein Abo wäre auch ganz nett. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch ein paar Tipps habt. Und dann in der nächsten Folge wird dann Nahrung produziert. Ne? Führt kein Weg dran vorbei. Ein bisschen optimieren, ein bisschen sprengen, ein bisschen tun, machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.